Der Trailer zum Elden Ring DLC Shadow of the Erdtree ist rausgekommen. Wir wissen, wann der DLC rauskommt. Ich werde heute für euch den Trailer mal analysieren, was darin schon so alles versteckt ist. Und es ist eine ganze Menge, zumal es auch ein paar Interviews mit Miyazaki, dem Game Director, auf Japanisch gab, wo er noch ein paar weitere Details bestätigt hat. Ich freue mich schon sehr. Ich habe schon fast, wenn man das so sagen kann, ein nostalgisches Elden Ring Feeling gehabt, als der Trailer dann rauskam. Hat mich mal wieder daran erinnert, wie cool das Spiel und die Zeit mit Elden Ring und euch hier auch auf dem Kanal war, mit den ganzen Videos, den ganzen Mysterien. Und es freut mich sehr, dass wir am 20. Juni dann wieder alle gemeinsam in Elden Ring eintauchen können. Also in den nächsten Minuten Trailer-Analyse plus weitere Infos. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf. Wenn es euch gefällt, dann würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Das hilft dabei, dass die Videos von mehr Leuten gesehen werden und dass der YouTube-Algorithmus mich nicht vergisst. Mehr Videos zu vielen verschiedenen Videospielen, lustiger Technik und andere überraschende Sachen findet ihr auf meinem Kanal. Schaut doch mal vorbei und wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo da und drückt auf die Glocke, dann passt ihr nichts. Aber damit legen wir mal los. Ich werde euch jetzt nicht den ganzen Trailer am Stück nochmal vorspielen. Ich bin mir sicher, ihr habt den schon gesehen. Deswegen gehen wir quasi direkt da rein, das Ganze hier Stück für Stück auseinanderzunehmen und, wie gesagt, noch die Infos aus den Interviews mit dazu zu nehmen. Und hier haben wir auch schon das erste gesehen, was relevant ist. Und da gehen wir auch schon mal sofort ein Stück zurück. Wenn ihr meine Elden Ring Lore Videos oder meinen Elden Ring Content gesehen habt, wisst ihr, was das hier ist. Das ist die Hand von Mikela. Das ist sein Kokon, der ursprünglich im Heiligbaum war, den er sozusagen als Alternative zur goldenen Ordnung aufgebaut hat. Das ist auch da, wo ihr gegen Melania gekämpft habt. Und dieser Kokon wurde aus dem Heiligbaum entfernt von Moog. Das hier ist Moogs Palast und da habt ihr den wahrscheinlich, wenn ihr das Spiel durchgespielt habt, mit Moog gekämpft habt, auch schon gesehen. Nochmal kurz zu Mikela, den man auch übrigens am Ende des Trailers kurz sehen kann. Mikela ist einer der Söhne von Marika. Und wird im Spiel öfter als einer der furchteinflößendsten Demigötter bezeichnet. Sieht jetzt hier nicht so aus, wie er da in seinem Kokon liegt. Mikela hat die Fähigkeit, die Herzen der Menschen zu bewegen. So in der Art wird das vage im Spiel öfter mal umschrieben. Und wie gesagt, sieht man auch schon daran, dass er diesen Heiligbaum da gepflanzt hat und versucht hat, die Verderbnis von Melania zu heilen, dass er sich auch so ein bisschen gegen die goldene Ordnung seiner Mutter, Marika, stellt. Das bedeutet ganz konkret, wenn wir nochmal hier an den Anfang zurückgehen, der Charakter war eins der großen Mysterien eigentlich in Elden Ring und viele haben schon spekuliert, dass der DLC sich um ihn drehen wird. Und wenn ich jetzt auch schon zum ersten Mal die Infos aus den Interviews mit dazu nehme, dieser Kokon hier mit der Hand ist tatsächlich der Ort, über den ihr in den DLC reinkommt. Das bedeutet, für den DLC müsst ihr, ähnlich wie in anderen Souls-Spielen, schon ein bisschen fortgeschritten sein und es ist normalerweise ein bisschen versteckt. Hier ist es aber relativ klar, darüber, dass ihr seinen verschrumpelten Arm berührt, kommt ihr in das Schattenreich. Dazu gleich nochmal mehr. Das heißt, ihr müsst Radahn und Moog besiegt haben und in Moogs Tempel, in seiner Boss-Arena, könnt ihr dann über den Kokon, über den Arm hier in das Schattenreich kommen. Sieht aus, als ob Mikela tot wäre, in diesem Fall, wenn man sich das hier so anschaut, aber ist gar nicht so. Mikela hat sich, nämlich ähnlich wie Rani, einfach nur seiner fleischlichen Hülle entledigt und allem, was golden ist, also zur goldenen Ordnung gehört, und ist in diese Schattenlande aufgebrochen, die wir jetzt auch hier im Trailer sehen. Das ist der Ort, an dem der DLC spielt. Und hier bei dieser tollen Einstellung muss ich auch noch mal kurz pausieren. Erstmal noch eine kurze Info aus den Interviews. Die Schattenlande als DLC-Gebiet sind nicht direkt verbunden mit dem Hauptspiel. Wie gesagt, ihr kommt über den Arm oder über diese Boss-Arena von Moog dahin. Und wie ihr sehen könnt, ist das Ganze auch mit so einem, nicht nur metaphorischen, aber tatsächlichen Schleier bedeckt und dementsprechend nicht direkt verbunden mit den Zwischenlanden. Miyazaki hat außerdem gesagt, dass dieses Gebiet ungefähr die Größe von Limgrave hat. Und wer sich noch an mein Video zu Limgrave erinnern kann, da kann man auch schon einige Spielstunden verbringen am Anfang des Spiels. Miyazaki neigt auch meistens zur Untertreibung. Das heißt, auf jeden Fall ist klar, das ist einer der größten DLCs, die From Software jemals gemacht haben. Das hat er auch begründet, denn Teil vom Elden Ring Feeling, sage ich mal, vom Game Design ist einfach eine große, mysteriöse Welt zum Erkunden zu haben. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn der DLC auch eine gewisse Offenheit bietet. Das freut mich persönlich sehr. Übrigens, was die Location angeht auf der Map, obwohl es ja nicht direkt verbunden ist mit den Zwischenlanden, gibt es ja auch schon einige Spekulationen. Ich habe ja schon mal in meinem Lore-Video über die Türme geredet und diesen offensichtlichen Punkt in der Mitte der Zwischenlande, wo da so eine ominöse Wolke ist. Ich denke, das ist die Location, an der sich diese Schattenlande befinden. Die sind allerdings durch diesen Schleier versteckt. Das ist ein lore-technisch tatsächlich sehr interessantes Gebiet, denn auch das hat Miyazaki bestätigt, das ist der Ort, an dem Marika zum ersten Mal zur Göttin geworden ist und den Segen quasi der goldenen Ordnung erhalten hat.
Jetzt kann man sich natürlich fragen, gerade bei dieser Einstellung, ist das der Erdbaum, der Earth Tree oder ist das der Heilig Tree, der Harlig Tree, sprich Mikelas Baum? Ich denke, man kann eindeutig sagen, dass das nicht der Earth Tree ist, denn das Ganze spielt, und das ist auch wieder eine Information aus den Interviews, nicht in der Vergangenheit oder Zukunft wie viele andere From Software DLCs, sondern auch das hat Miyazaki bestätigt, der DLC spielt zum Zeitpunkt der Geschichte von Elden Ring. Also bedient sich nicht dieser alten From Software Tradition, da irgendwie in die Vergangenheit zu gehen. Was bedeutet, da das hier vor dem Ende des Spiels ist und der Erdbaum noch nicht abgebrannt oder wie auch immer durch das Ende verändert wurde, dass das hier ein anderer Baum ist. Das könnte der Heiligbaum sein oder einfach eine Art Schatten vom Erdbaum, die Wurzeln des Erdbaums, sowas in der Art. Ein Ausläufer. Man sieht oben noch die goldenen Blätter auf jeden Fall außerhalb dieses Schleiers und man sieht auch so ein bisschen hier die goldene Gnade, sage ich mal, reintropfen in dieses Gebiet. Aber der Erdbaum ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht zerstört. Das heißt, das, was wir hier sehen, ist auf jeden Fall nicht direkt der Erdbaum. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was das Ganze hier darstellen soll. Aber ihr seht schon, metaphorisch ist das Ganze ganz stark hier mit diesem Schleier. Und die Frage ist im Kern, was hat Mikela da zu suchen? Was ist sein Ziel? Das wird im Trailer sozusagen auch genauso ausgesprochen. Das Mysterium um Mikela, darum wird es sich wahrscheinlich im DLC drehen. Und wir haben auch ein paar weitere mysteriöse, ungeklärte Charaktere, die wir gesehen haben, bei denen wir aber zumindest so ein bisschen ableiten können, wer die sind. Ganz interessant ist folgender Charakter hier, steht auch total im Vordergrund. Das ist Mesma, der Pfähler. Und ihr seht schon hier, sein Design, hier mit der Flamme, mit der Rüstung, auch mit der Schlange, erinnert an einige, ich sag mal, bedeutsame Bildsprache, die man im Spiel schon gesehen hat. Ganz wichtig ist aber der Name Mesma und seine Haarfarbe. Mesma ist höchstwahrscheinlich ein Sohn von Marika und wegen den roten Haaren wahrscheinlich von Marika und Radagon, wie ihr wisst. In meinem Lore-Video habe ich das Ganze so ein bisschen versucht auseinanderzunehmen. Ist das natürlich auch ein interessanter Punkt, denn Marikas und Radagons Kinder sind quasi nur Marikas Kinder, denn die beiden sind dieselbe Person. Jedenfalls, von ihm hat man bisher im Spiel noch nicht wirklich was gehört. Was Miyazaki auch gesagt hat, ist, dass dieser Thron hier, auf dem er sitzt, quasi derselbe Thron ist, wie ihr den in der Boss-Arena von Moog finden könnt, wie ihn die anderen Demigötter benutzen. Bedeutet, er ist sozusagen auf einer Stufe mit den anderen Demigöttern, aber warum auch immer, hier in den Schattenländern. Hier gibt es wie gesagt einiges an Bildsprache, was interessant ist. Zum einen haben wir hier natürlich gesehen, dass er Schlangen irgendwie an seinem Körper trägt, Schlangen dabei hat, was natürlich Richtung der Blasphemie von Reikard deutet. Dann das Feuer, was oft mit der Drachenkommunion oder mit den Feuerriesen, die ja auch rote Haare haben, die dann Radagon mit den roten Haaren verflucht haben. Er hasst selber seine rote Haarfarbe, bedeutet, Mesma ist nicht nur vielleicht ein Abkömmling von Radagon und Marika, sondern verwendet auch ähnliche Magie, ähnliche Kräfte wie die Feuerriesen, die ja von Marika und Radagon ausgelöscht wurden im Zuge der Etablierung der Goldenen Ordnung. Und ganz interessant, weil ich eben schon die Drachenkommunion erwähnt habe, es sind zwar Schlangen, die er auch hier überall ikonografisch auf seinem Helm und so trägt, aber man sieht ja auch hier so ein bisschen die Flügelornamente und man sieht vor allen Dingen, dass er gelbe Augen mit so einem echsenartigen Schlitz hat. Das passiert euch im Spiel tatsächlich auch, wenn ihr zu viel Drachenkommunion, zu viel Drachenmagie macht, dann kriegt ihr auch ähnliche Augen. Das bedeutet, ich tendiere eher dazu, dass er irgendwas mit den Drachen zu tun hat. Vielleicht ist er ein ausgestoßener Sohn von Marika. Daher hat man im Hauptspiel noch nicht so viel von ihm gehört. Aber was natürlich sehr interessant ist, ist, dass er ja der Pfähler heißt und hier auch diese Piken beschwören kann und eben auch so einen Pfahl oder einen Speer als Waffe trägt. Und wenn man sich zurückerinnert an den Krieg oder an die Überreste des Krieges mit den Riesen, den Feuerriesen, dann kann man da auch sehen, dass die Riesen aufgespießt wurden von Pfählen, die auch so ähnlich aussehen, nicht genauso, aber so ähnlich. Also da ist vielleicht auch eine Verbindung, dass er in diesem Krieg auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Darüber hinaus ist natürlich auch ganz klar, ganz wichtiges Bild, dass Marika am Ende, das war so eine Art Jesus-Metapher, ja auch im Erdbaum am Kreuz hängt und aufgespießt ist. Und wie gesagt, das Ganze kommt in irgendeiner Form auf jeden Fall zusammen, aber welches davon, das kann man jetzt hier noch nicht rauslesen. Ist auf jeden Fall ganz interessant. Also Mesma scheint eventuell ein wirklich wichtiger Charakter in der Hintergrundgeschichte zu sein. Miyazaki hat auch gesagt, dass wir im DLC erfahren werden, was er da überhaupt sucht, was seine Funktion ist. Wie gesagt, scheint ein wichtiger Charakter in der Lore zu sein und vor dem Hintergrund, dass auch Marika sozusagen in diesem Schattenreich zum ersten Mal zur Göttin geworden ist, sind da einige Sachen, die über die Hintergründe und die Vergangenheit der Elden Ring-Geschichte geklärt werden in diesem DLC, nehme ich mal an. Also lore-technisch ist das super spannend, auf jeden Fall jetzt schon. Aber nicht nur die Lore wird in diesem DLC erweitert, wir haben auch ein paar Infos zum Gameplay bekommen. Aus dem Trailer, aber dann auch aus den Interviews mit Miyazaki. Miyazaki hat gesagt, dass es 8
komplett neue Waffentypen geben wird in diesem DLC. Im Trailer kann man auch einiges davon sehen. Ein Kampfschild sozusagen mit so Speeren dran hat er als Beispiel genannt. Hier diese zwei Schwerter, die man umgekehrt hält, also so mit der Rückhand. Dann noch hier diese Dolche. Das ist eine Nahkampfwaffe, die aber vom Angriff her, hat er auch im Interview direkt erwähnt, auf Range angreift. Auch sehr interessant. Und hier auch diese Kung-Fu-Moves, die der Mönch hier benutzt, ist auch ein neuer Waffentyp. Bedeutet, das Ganze wird auch definitiv viele neue Ideen für Builds und sowas bringen und man kann sich ein bisschen weiter austoben. Hier noch eine andere Fernkampfwaffe zu sehen. Also da sind, wie gesagt, 8 komplett neue Waffentypen drin und wahrscheinlich dann natürlich auch weitere Varianten von bekannten Waffentypen. Logisch, Rüstungssets und so weiter, viel zu erkunden. Man sieht ja auch viele neue Gegnertypen, die man bisher im Hauptspiel nicht gesehen hat, genauso wie man sich das wünscht, in einem From Software DLC. Laut Miyazaki soll es auch 10 neue Bosse geben. Einen davon kann man hier sehen, diesen Löwen, der ja so ein bisschen, wenn man das Video anhält, auch an Moog zum Beispiel erinnert, mit den Hörnern, die aus ihm rauswachsen, was ja in den Zwischenlanden sehr verpönt ist. Aber zu diesem Löwen hat Miyazaki auch gesagt, dass er Teil einer alten Kultur ist. Vielleicht die Kultur, die in diesen Schattenlanden vorher war, der Marika möglicherweise angehört hat. Die Numen, sie ist ja Teil der Numenrasse. Also wir befinden uns hier in einem Gebiet, was von der Goldenen Ordnung mehr oder weniger unberührt ist. Einige Elemente hat man schon doch noch sehen können, aber es ist eine Art Parallele, eine Art andere Welt, die vielleicht in den Hintergrund gekehrt wurde, absichtlich oder als Refugium fungiert, so wie der Heiligbaum von Mikela. Das wird auf jeden Fall sehr interessant werden, da genauer herauszufinden, wie sich diese Mysterien aufklären. Und ich muss auch einfach mal losgelöst von all dem sagen, ich finde, das sieht auch wieder einfach vom Design her richtig prima aus. Ich meine, wenn wir uns hier angucken, wie viel Kreatives da wieder drin steckt, einfach im Look, im Gegnerdesign und in der Atmosphäre, dann, ja, holt mich das auch sofort wieder ab. Wie gesagt, am 20. Juni ist es soweit, dann wissen wir mehr, dann können wir uns das anschauen und ihr könnt darauf wetten, dass es natürlich dann auch wieder Videos dazu hier geben wird. Ich habe am Ende dieses Videos auch nochmal mein Elden Ring Lore Video verlinkt, falls ihr das noch nicht gesehen habt, ab von Build Guides und Tipps und Tricks und so weiter, habe ich natürlich auch mal, ähnlich wie zu anderen Souls-Spielen, hier die Story und Lore versucht auseinanderzunehmen und in eine verdaubare Form zu bringen. Und das könnt ihr euch gerne nochmal angucken, wenn ihr mal wieder so ein bisschen Elden Ring-Feeling haben wollt, um die Wartezeit zu überbrücken. Aber wir können natürlich auch sehr gerne jetzt in den Kommentaren weiter spekulieren. Ich denke, dieser kurze Trailer hat auf jeden Fall schon mal eindrucksvoll gezeigt, dass wir hier ein ähnliches Qualitätslevel wie bei Elden Ring erwarten können. From Software DLCs, für die, die es nicht wissen, sind meistens auch ein bisschen schwerer als das Hauptspiel. Also stellt euch schon mal darauf ein, dass euer Charakter, den ihr vielleicht bis zum Endgame ja gespielt habt, ihr erstmal wieder ein bisschen struggelt. Soll wohl auch, und das kommt auch aus den Interviews, bevor ich das vergesse, auch hier eine Art Power-Scaling-System geben, was unabhängig vom Hauptspiel ist und auch nur in diesen Schattenlanden zählt. Das wird wahrscheinlich ähnlich laufen wie bei Sekiro. Wenn man Bosse besiegt, kann man darüber gewisse Stärke oder Buffs bekommen, die dann halt nur für den DLC zählt. Das ist Game Design technisch laut Miyazaki da drin, damit ihr natürlich auch nochmal das Gefühl der Progression habt und nicht da mit eurem Endgame-Charakter einfach durch die Bosse durchwalzt. Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt und ich habe richtig Lust, mal wieder in Elden Ring einzutauchen. Ich denke, euch geht es genauso. Das war's aber erstmal wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr lustige Theorien oder Ideen habt, schreibt's gerne mal unten in die Kommentare. Bin gespannt. Aber damit vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!